Selbst die stärksten Paare können auseinanderfallen. Und einer muss gehen. Das war's. Ich habe genug. Emilia ist mit ihrer Geduld am Ende. Oh, was ist passiert? Ich werde das Regal aufhängen, okay? Das war's. Du hättest das früher tun sollen. Ja, Ryan steckt in Schwierigkeiten. Sieht aus, als ob es ernst ist. Ashley hat ihre Eltern schon öfter streiten sehen. Aber dieser Streit scheint die Grenze überschritten zu haben. Ich will dich hier nie wieder sehen. Oh, das ist so traurig. Schluchzt da jemand? Mama muss auch traurig sein. Ich muss sie beruhigen. Aber Mama ist auf keinen Fall traurig. Ich bin jetzt frei. Tanzt sie? Das ist überraschend. Wer ist dann traurig? Ashley folgt dem Geräusch. Ryan? Oh, armer Kerl. Komm schon, Dad. Speed-Dating ist der richtige Weg. Du musst Mom dazu bringen, sich wieder in dich zu verlieben. Familienfotos. Wir sehen auf ihnen so glücklich aus. Das ist eine schwere Entscheidung. Aber Speed-Dating wird mich ablenken. Lass uns dir einen neuen Look verpassen. Einkaufstherapie. Emilia war schon lange nicht mehr in so einem Laden. Ashley fühlt sich hier wie zu Hause. Das ist ein super modisches Outfit. Probier es an. Es sieht schön aus, aber ist es nicht ein bisschen zu bunt? Ja, es ist nicht toll. Machen wir weiter. Ganz in Schwarz? Zu stimmungsvoll. Wie wäre es mit einem Kleid? Das ist schon besser. Was denkst du? Mama geht es jetzt gut. Aber warum machst du den Pferdeschwanz nicht mal auf? Ich kann es ja mal versuchen. Wow, so ist es noch einfacher zu atmen. Na, was sagst du dazu? Du siehst umwerfend aus. Es ist an der Zeit, Papa fertig zu machen. Lass uns eine Tanzstunde geben. Oh nein, ich bin zu alt. Ich will es nicht hören. Warum strenge ich mich so an? Du wirst es lieben. Und wenn es nicht klappt? Erfinde nichts, merke dir einfach die Bewegungen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Alles klar, du bist bereit. Enttäusche mich nicht da draußen. Die Verabredungen werden gleich beginnen. Aber Papa kann es nicht ohne Ashley machen. Gut, dass der Barkeeper leicht zu überzeugen ist. Da ist Emilia. Wow, sieh dir die Dame an. Hallo, Hübsche. Hat es schon angefangen? Nein, das war nicht Teil des Plans. Verschwinde hier. Was für ein komischer Barkeeper. Nimm das Geld und verschwinde auf der Stelle. Seltsam, aber das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Sind hier alle so seltsam? Autsch. Ashley darf nicht erwischt werden. Oh mein Gott, was machst du denn hier? Überraschung. Ich sehe, du erinnerst dich noch an meine Lieblingsblumen. So, wir sind hier, aber wie geht es jetzt weiter? Biete ihr einen Drink an. Oh, was würde Ryan nur ohne seine Tochter machen? Aber auch die Hinweise helfen nicht weiter. Oh, Dummkopf. Warum ist er so tollpatschig? Das Date ist vorbei. Dabei fing es so süß an. Schon gut, wir lassen uns etwas einfallen. Hier, lass die Schokolade nicht verkommen. Ashley braucht einen neuen Plan. Hier ist eine Idee. Männerpower. Ich muss dafür sorgen, dass Mama Papas Hilfe braucht. Das mit der Küche tut mir leid. Aber naja, gut gemacht. Mama! Oh, und du wirfst besser die Beweise weg. Mama, schau, was passiert ist. Das ist ein Albtraum. Ja, wir werden Papas Hilfe brauchen. Ich denke, einen Versuch ist es wert. Hallo, Ryan, ich brauche deine Hilfe. Da ist er ja. Dad, es ist so schön, dich zu sehen. Und eigentlich musst du uns bei Folgendem helfen. Ich werde alles im Handumdrehen repariert haben. Es dauert nur 5 Minuten.
Zu schade, dass Träume zu weit von der Realität entfernt sind. Puh, ouch! Oh je, reiß dich zusammen. Du musst nach der Arbeit müde sein, Papa. Natürlich bin ich das. Und nur Emilia kennt die Wahrheit. Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst. Da haben wir es, das Übliche. Das war peinlich. Ein weiterer Plan ist gerade gescheitert. Wow, es ist so schwer mit euch Frauen. Mögen nicht alle Frauen Überraschungen? Ryan hat eine Idee. Er muss sich nur ins Haus schleichen. Erledigt. Jetzt müssen wir nur noch eine romantische Atmosphäre schaffen und darauf warten, dass Emilia von der Arbeit nach Hause kommt. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Emilia hatte eindeutig einen anstrengenden Tag. Es ist okay, ein romantisches Abendessen wird sie aufmuntern. Vor allem, weil Ryan so viel Herzblut hineingesteckt hat. Das Date fängt gleich an. Ich sollte mich verstecken. Na, 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 was ist das für ein Geräusch? Da bist du also. Ich frage mich, wie es meinen Eltern geht. Hey, was ist das für ein Geräusch? Was ist denn da los? Mama, ups. Sieht so aus, als sollte sie besser aus dem Weg gehen. Oh, nimm das, Dieb. Ja, meine Mutter mag Überraschungen überhaupt nicht. Aber deshalb ist die Liebe ja auch so gefährlich, oder? Übung macht den Meister. Ich sag's dir, Dad, das ist es. Hey! Was macht er denn hier? Ryan ist die letzte Person, die Emilia im Fitnessstudio treffen wollte. Oh, Mom, du bist auch hier? Wow, das ist ja toll. Jetzt wird sie sehen, was für ein Sportler du bist. Oder? Als ob Ryan eine Wahl hätte. Komm schon, Dad, zeig ihr deinen Bizeps. Okay. Autsch, autsch, autsch. Ups, da hat jemand seine Kraft falsch eingeschätzt. Er braucht Hilfe. Beeilt euch. Was ist das für ein Lärm? Habe ich etwas verpasst? Wow, das sind eine Menge Mädchen um Ryan herum. Du Aufreißer. Ist das Eifersucht? Mama, du hast das ganz falsch verstanden. Oh nein, ich habe schon wieder versagt. Die Familie ist etwas ganz Besonderes. Und es sieht so aus, als ob Ryan es ernst damit meint, sie zusammenzuhalten. Kokosnusskuchen ist seine neue Überraschung für Emilia. Ja, der Weg zu ihrem Herzen führt auch durch ihren Magen. Oh Mama, kannst du das sehen? Es ist okay, Baby. Ich konnte es gar nicht anders haben. Ja, die Präsentation ist alles andere als perfekt. Es ist verbrannt und die Küche ist voller Rauch. Aber das ist in Ordnung. Mama hat an alles gedacht und das Huhn im Voraus gekocht. Guten Appetit. Ihr Essen ist viel besser. Bist du bereit, Ashley? Dann mach die Augen auf. Geburtstagsüberraschungen sind so cool. Tada! Was? Ist das für mich? Ashley hat nie damit gerechnet, eine Holzgiraffe zu bekommen, aber das ist okay. Bist du darauf reingefallen? Es war ein Scherz. Hier ist dein Geschenk. Wow! Natürlich wollen die Eltern ihrer Tochter eine Freude machen. Das ist so cool. Ich muss jetzt sofort mit diesem Fahrrad fahren. So, sie ist jetzt ganz erwachsen, oder? Oh, bist du jetzt etwa emotional? Ich fahre jetzt eine Runde. Oh nein! Hilfe! Ryan, beeil dich! Puh, ich habe es geschafft. Ashley, geht's dir gut? Es ist so toll, dass Dad ein echter Superheld ist. Ja, deshalb liebe ich ihn auch. Vielleicht sollten wir diese Trennung einfach vergessen. Juhu! Hat dir unsere neue Geschichte gefallen? Hast du erwartet, dass Ryan und Emilia wieder zusammenkommen? Sag es uns in den Kommentaren. Und stelle sicher, dass du dieses Video likest. Abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Verpasse keine weiteren Familiengeschichten auf TrumTrum Wow.